Menschen? Menschen aus Eis. Oder so. Eine Nachricht. Sprachnachricht. Familienurlaub. I'm on the phone. Yeah, I'm coming back early. This was a stupid idea. Mom! Not now, honey. Mommy's on the phone. Get out of bed. Play with your daughter. Mommy! Shush! Go show Daddy. This whole trip was a bad idea. A week picnicking and cycling like that's gonna make it right. I'm still hurting. It feels fake. I don't want to be with him. I won! Mom! I won! All right. In a minute. Give me a second, Diane. Ich find's scheiße, wenn Eltern sich nicht mögen, ganz ehrlich. Ich bin selber als Scheidungskind aufgewachsen und ich kann's echt... Nö, ich kann es echt niemandem wünschen. Bin ich ganz ehrlich an der Stelle. So, wir haben jedenfalls... Vielleicht habt ihr es gehört, beziehungsweise habt ihr gesehen, also auch vom Bildschirmtext her. Es ist einfacher so, tatsächlich mit Untertiteln, als wenn ihr das Ganze nur aus der Wii-Fernbedienung hört. Ihr habt hier das Kind hat ja im Hintergrund gespielt und dabei hat es verschiedene Dinge betätigt. Und da war dieses Quark-Gluck zu hören. Und das ist mehr oder weniger das, was ihr jetzt hier seht, tatsächlich. Weil, hu, gluck, krächz, quark. So sieht das aus. Und wenn wir die Dinger jetzt in der richtigen Reihenfolge betätigen, dann passiert hoffentlich etwas Wunderbares. Mal gucken. Moment, wie war das? Quark, hu, krächz, krächz, gluck. Zurück. Und Nachricht. Neue Sprachnachricht. It's good to talk, Diane. I feel pretty alone out here. Hey, Mom. Be careful! Where's your dad? Mommy! Oh, Jesus. You're bleeding? Ja. Ja, 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 ja. Gut, was man nicht alles davon halten soll. Was ich übrigens faszinierend finde, ist, dass der Akku nur noch halb voll ist, aber ich glaube, er hält noch... das ganze Spiel hindurch? Oder nee, kann es sein. Ich glaube, in irgendeiner Mission müssen wir vielleicht auch Batterien oder sowas dafür finden. Obwohl, Batterien fürs Handy? Nee, ich weiß nicht. Aber gut, egal. Ist jedenfalls ein bisschen faszinierend. Okay. Und weiter geht die Show. 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 Ich mache einfach mal die Taschenlampe aus, in der Hoffnung, dass wir uns dann nicht zu schnell finden. So, wir hören komische Geräusche. Das bedeutet nur, dass irgendwo Viecher in der Nähe sind. Ja, wir haben sie gesehen. So, hahaha. Wir wollen sie aber nicht sehen. Nein, nein, nein. Wenn wir einfach nur ganz schnell laufen, vielleicht finden sie uns dann nicht. Ich hätte doch mal die Tür gehen können. Ich weiß nicht, was richtiger gewesen wäre. So. Na, ja, ja. Ist gut. Ich weiß auch nicht, warum diese komische Schraubköpfe haben. Interessanterweise ändert sich das Aussehen von den Viechern auch. Ja, interessant. Ändert sich das Aussehen von den Viechern auch, je nachdem, was für Entscheidungen man trifft und so weiter und so fort. Aber ich kann euch jetzt natürlich nicht im Einzelnen erzählen, was für bizarre Gestalten da jetzt noch herauskämen, wenn man bestimmte Entscheidungen treffen würde. Weil dafür, ich habe das Spiel nur einmal durchgespielt und ich kann es euch nicht im Detail, wie gesagt, sagen, was da jetzt so genau herauskommen würde. Ich weiß nicht genau... Diese Hütte sieht doch irgendwie total klasse aus. Oder auch nicht. Oder vielleicht doch. Oder vielleicht doch. Man weiß es nicht. Links. Ja. Ja, zumindest, es sieht neu aus. Huhuhuhu. Hahaha. Hihi. Haha. Huhu. Sieht neu aus. Hat auch dieser komische Typ gedacht. Hahaha. So, was ist das? Das sieht doch auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise neu aus. Oder? Oder nicht? Oder doch? Oder vielleicht? Ja. Wir rennen einfach mal hoch. Hoch, hoch, hoch. Hoch und hier durch. Öffnen. Laufen, 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 laufen. Und weiter. Und zack. Quis est iste qui venit. Ich hatte Latein in der Schule, aber ich kann es euch jetzt. Ich kann es euch jetzt leider wirklich nicht übersetzen. Es ist zu lange her bei mir. Quis. Daher. Woher. Woher? Na. Est. Es ist. Ist. Daher.
Bissen. Nee, ich komme jetzt nicht drauf. Ich könnte es ja mal bei Gelegenheit nachschlagen. Ich glaube, ich schlage sogar nach der Aufnahme hier. Und dann bin ich diesbezüglich auch schlauer. Und entweder schreibt es in der Videobeschreibung oder irgendein schlauer Mensch von euch schreibt es in die Kommentare, ganz einfach, was das da heißt. Wäre ja für die anderen auch ganz interessant zu wissen. Ich habe ja mal einem Mario Kart Wii-Video von mir, glaube ich, einen lateinischen Namen gegeben. Und damit wussten, also lateinischen Untertitel mehr oder weniger. Und damit wussten einige jetzt auch nicht so schrecklich viel anzufangen, weil die eben auch kein Latein in der Schule hatten. Aber ja, gut, okay. Ist jetzt auch nicht so, dass ich sonderlich stolz drauf war, ne, dass ich so ein bisschen Latein in der Schule hatte. Ryan's Overlook. Naja, was heißt, also was heißt stolz, ne? Es war so ein notwendiges Übel, diese zweite Fremdsprache so ungefähr. Und ich war so froh, dass ich Französisch nicht machen musste, weil Französisch ist so eine, Drecksprache. Nein, aber Französisch, von allen Leuten, die ich in der Schule gekannt hatte, wirklich, ich habe niemanden erlebt, also dem Französisch irgendwie Spaß gemacht hätte. Deswegen glaube ich, mit Latein habe ich wirklich die komplett perfekte Wahl getroffen damals. So. Festgehaltene Schönheit. Aha. Lustig. Erinnerung aufgenommen. Ja, ein Aussichtspunkt. Wer auch immer hier mal gestanden hat. Am 12. Februar 1730 überquerten Daniel R. Bryans und eine Gruppe von 34 Pionieren den Tuluka-See und erreichten Silent Hill. Und sie sind nicht lange geblieben, glaube ich. Oder ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. Den Tuluka-See. Den Tuluka-See. Na gut, alles klar. Hier bräuchten wir eigentlich erst recht nicht so wirklich die Taschenlampe. Ist ja mittlerweile recht hell geworden. Ja, das ist total freundlich und so hier. Kann ich hier. Oh, ich kann hier tatsächlich rein. Oder, na gut, ich weiß nicht, ob ich mit der Taschenlampe manchmal diese komischen Anomalien anstrahlen muss oder ob es reicht, dann einfach drauf zuzugehen. Öffnen. War das jetzt so richtig? Ich glaube, es war richtig. Weil? Oder nicht? Oder doch? Komme ich hier über den Zaun drüber? Ah, nee. Nicht drüber, aber drunter kommst du. Jo. Gefunden. Was auch immer. Midwich High School. Home of the Chicos. Oder was auch immer. Ist hier dann Chico? Nee. C. Nee, Kykus. CUE. Oder ich weiß nicht. Welcome to Midwich. Das ist an der Stelle alles, was wir wissen müssen. Schule. Schulen haben ja irgendwie in der Silent Hill Serie eine gewisse Tradition. Hahaha. Aber da erzähle ich euch jetzt auf eine gewisse Art und Weise auch Nonsens. Also was heißt Tradition? Ich kenne die Silent Hill Spiele eben nur vom Hörensagen, beziehungsweise vom Anschauen. Nicht komplett anschauen. Wobei ich jetzt auch gerade den Gedanken habe, dass ich mir echt mal vernünftige Silent Hill Let's Plays suchen könnte. Annehmen? Sybil. Hi. Officer, I've been trying to get through to you. You had your phone turned off? No, I guess the reception was out. Mr. Mason, you okay? Yes, I know where I am. I'm at the high school. Midwich High? In weather like this, the gym is sometimes used as an emergency shelter. I want you to go there. Emergency shelter? Well, maybe Cheryl was taken there. Yes, go to the gym. Wait there for me. I'm going. But if she's not there, I won't wait. I just can't. Und da war der Bildschirm schwarz. Ach so. So we get to the halcyon days of high school. Ja. When I was starting out, the popular theory said it was their mom and dad that screwed a person up. But if you really want to screw someone up, I say, send them to high school. I bet you were fairly intense at school. Probably enjoyed all that learning. Okay, let's move on. I'm going to throw out some words. Nod when they fit how you were at school. Shake your head if they don't. Ready? Okay, jetzt wird's interessant. Jock. Athlet. Nee. Next. Slut. Schlampe? Leute, die in meiner Klasse waren vielleicht, aber drunk. Trinker? Nein. Highschool, naja. Virgin. Jungfrau. nein. Rowdy? Bully. Eigentlich auch nicht. Was war ich denn? Ich war eigentlich gar nichts. Oh mein Gott. And Und Faulenzer. Ja, das in jedem Fall. Also das, wow, das konnte ich in Perfektion. Oh mein Gott, das war super. Okay.
Let's take a different tack. On the table, I've laid out a blank timetable and some cards with lessons on them. Pick out the lessons to show me your perfect school day. Oh, das ist lustig. Leave any empty. There are only 4 periods and I've allocated a very generous lunch. Ja, Mittagspause. Woohoo. Okay, 4 Schulstunden. So, was was denn in jedem Fall Sexualkunde? Ja. Also, was haben wir denn? Religion, kreatives Schreiben, Geografie, Literatur, Theater, Naturwissenschaft, Mathe, Sexualkunde, Basketball, Football. Football. So. Kreatives Schreiben ganz oben. Religion. Keine 10 Pferde würde mich jemals wieder nach Religionsunterricht bringen, ganz ehrlich. Basketball war auch immer nicht so schlecht. Aber dann bitte in der 4. Stunde, weil. Nee, ich hab's immer gehasst tatsächlich, wenn man die Sportstunden in den ersten Stunden hatte, weil dann musste man, dann hatte man in der Pause sowieso nicht so richtig Zeit, irgendwie duschen zu gehen oder so, und dann war man den ganzen Tag mehr oder weniger total, saß man den ganzen Tag total miefig im Klassenzimmer, genauso wie die ganzen anderen Schulkollegen, und es hat da immer so gestunken, also es war, und im Sommer erst, also nee, hört mir bloß auf damit. Deswegen in der letzten Stunde Basketball ist vollkommen in Ordnung. Danach kann man jetzt direkt nach Hause gehen. So, was denn noch? Theater. Theater finde ich auch gut. Ich habe zumindest in der Grundschule immer die Theater AG besucht. Grundschule und Orientierungsstufe, ja. Im Gymnasium gab es das nicht. Naja, gab es das nicht mehr. Ist jetzt vielleicht auch das Falsche. Aber hat sich für mich nicht mehr so ergeben, tatsächlich. Und das setzen wir einfach mal dorthin. Und ansonsten. Eigentlich Literatur. Zack. Ich bin so ein Langweiler. Aber gut. Nö, das wäre eigentlich mein perfekter. Wow. Also wenn so mein Stundenplan immer ausgesehen hätte, ich glaube, dann wäre ich total glücklich gewesen. Dann. Fertig? Jo. Dann nimm mal hin. If that was all there was to it, it would have been a breeze, wouldn't it? Come on. Let's talk more about the bad stuff that happened at school. Die üblen Dinge, die an der Schule geschehen. Und schon wieder die Rückblende zu, also Rückblende, die was weiß ich Blende zu Harry. Neuer Wegpunkt, Midwich Turnhalle. Aha. Ja, achso, er hatte jetzt zwangsweise schon die Taschenlampe ausgemacht. Midwich High School. Das hier ist das Footballfeld. Höchst interessant. Ja, American Football. Yeah, woohoo. Irgendwie habt ihr nicht auch den Eindruck, dass in amerikanischen Filmen das meist so suggeriert wird, dass die Highschool-Zeit oder generell das amerikanische Schulsystem irgendwie eine total geile Zeit ist und so? Ich meine, okay, kommt. Also, naja, meine Abiturzeit, die war auch in Ordnung. Jetzt ganz ehrlich, kann ich hier benutzen? Öffnen. Meine Abiturzeit war auch definitiv in Ordnung. Ein Schlüssel, cool. Meine Abiturzeit war auch in Ordnung, sagen wir es so. Ja, und insbesondere die Zeit, nachdem die ganzen Klausuren so mehr oder weniger abgefrühstückt waren und man dann mit den ganzen Leuten nochmal so richtig Spaß haben konnte. Ja, das war toll. Der beste Sommer meines Lebens, so ungefähr. das war schon cool. Aber nichtsdestotrotz, irgendwie in amerikanischen Filmen wird einem immer suggeriert, dass es da nochmal eine Ecke besser wäre. Aber ich glaube, das ist alles tatsächlich nur so ein ganz klein bisschen Fiktion. Ich kann es mir. Ich war nie in Amerika. Also, ich hatte einige Schulkameradinnen, die einen Austausch gemacht hatten und nach Amerika übergesiedelt sind. Eine Totratte. Close cupboard after use. Warum liegt hier eine Totratte? Ich kann die Totratte nicht nehmen. Nehme die Totratte. Nehme die Totratte, stopfe sie in diesen Giftbehälter und erfreue dich daran. Nein, dann halt nicht. Kann ich es angucken? Sagt irgendwas zu? Nee. Ist ganz normal. Ja, tote Ratten findet man halt in irgendwelchen Putzschränken, ist klar. Lululu, so, was haben wir hier? Irgendwas anderes. Putzmittel. Ja, der Hausmeisterraum. Was weiß ich. So, weitergehen. Also ich hatte einige Klassenkameradinnen, die, wie gesagt, so einen Austausch mal gemacht hatten. 3, 6. Number 3 every time. Immer nur Nummer 3. Hä? Was meint er mit immer nur Nummer 3? 364215. Ist das irgendein Code? Ist das eine Telefonnummer? 364215? Ich weiß es gerade nicht. Das sagt mir so gar nichts. 364215. So. Anrufen.
Nö, ist keine Telefonnummer. 364215. Hm. Vielleicht mal merken. Tammy. Für oder Tequila? Wollen wir mal Tammy anrufen? Okay. Schon wieder seltsame Geräusche. Die irgendwie... Es ist erschreckend. Es ist mir nie aufgefallen damals, als ich das Spiel gespielt habe, dass diese Geräusche kommen. Warum nicht? Ich verstehe das nicht. Aber das tritt total häufig im Spiel auf. Kann auch sein, dass ich damals irgendwie zu oft ohne Ton gespielt habe. Das kann natürlich sein. Ach Gott, ey. So. Dying is no game. Sounds fun. Nachricht.